Hallo meine Freunde der Werkstatt. In diesem Video geht es um den Einhell-Akku. Der blinkt, der lädt nicht mehr. Und das habe ich noch gar nie gezeigt, denn das ist der häufigste Fehler, einen Akku nachladen. Wenn ihr so einen Einhell-Akku hat, der blinkt im Ladegerät, dass der gar nicht mehr lädt, irgendwas ist defekt, macht ihr den mal auf und dann prüft ihr zuerst mal die Zellen durch. Das ist nämlich der häufigste Fehler und das kann man eigentlich relativ einfach beheben. Wenn ihr den Akku offen habt, misst ihr einfach mal von da nach da, von da nach da und so weiter durch. Bei dem kann ich das gerade nicht so gut machen, weil da sind alle tot. Aber so könnt ihr das durchmessen. Ihr seht, die haben da also sind alle tot, die haben da keine Spannung mehr. Ich zeige es da schnell an diesem. Das ist ein anderes Projekt, da muss ich zwei Zellen tauschen. Habe ich auch ein anderes Video gemacht, wo ihr sehen könnt, wie man Zellen auswechselt. In dem anderen Video blende ich euch oben ein. Hatte ich leider einen Spotwelder, der nicht wirklich gut funktioniert hatte. Da war etwas kaputt und hatte fast keine Leistung. Anderes Thema. Gut, wir schauen den mal schnell an. Wir gehen da mal schnell drauf. 4,06, 4,09, 4,09, was hat 4,07. Die letzte kann ich leider jetzt nicht messen, weil die habe ich hier rausgebaut. Da ist gar nichts drin. Jetzt habe ich euch extra schnell eine Zeichnung gemacht. Also wir haben gesehen, ich zoome das mal schnell ein bisschen ran. Dieser Akku hier habe ich da mal gezeichnet. Ihr seht, da hinten ist das B-. Das ist das Minus. Und hier kommt das B+. Das ist auf dem Akku hier. Das B+. Gut. Jetzt hat es hier drauf die Balancerkabel. Das sind diese Punkte hier. Man sieht es hier. Dieser Punkt hier ist dieser. Der da hinten ist dieser. Hier hat es noch einen. Und hier hat es auch noch einen. Das ist dieser. Jetzt sieht den Akku, den wir vorhin gemessen haben, hatten immer die parallelen Gruppen irgendwo 4,07 Volt, alle zusammen. Gut, angenommen, die letzte Gruppe hier, die hätte nur 2,8 Volt. Dann könnt ihr die nachladen auf 4,07 hoch. Wenn die unter 2,5 Volt haben, solltet ihr eigentlich nichts mehr machen, weil dann sind sie tiefenentladen und das kann gefährlich sein. Aber wenn die noch 2,5 und darüber haben, dann könnt ihr die nachladen. Und zwar müsst ihr die auf dasselbe Niveau wie alle anderen Zellen hochladen. Ich sage jetzt mal so plus minus 0,05 Volt. Wenn es zum Beispiel diese Zelle hier nur 4 hätte, oder nein, sagen wir 3,9, dann könntet ihr die nachladen auf die gleiche Spannung wie die anderen und die dann noch. Jetzt in meinem Beispiel gehen wir nur davon aus, dass die hinterste 2,8 Volt hat. Dann nehmt ihr ein Labornetzteil. Jetzt müsst ihr Constant Voltage und Constant Current einstellen. Wir schalten mal das Labornetzteil ein. Dann wichtig, ihr müsst immer zuerst unter 4 Volt gehen. Dann könnt ihr mit den Klemmen einen Kurzschluss machen. Und jetzt könnt ihr den Strom einstellen. Wenn die jetzt angenommen nur 2,5 Volt hätte, die Zelle, dann würde ich dort einen kleinen Strom geben, vielleicht 100 mA.
Jetzt habe ich da, ist ein bisschen sensibel. So, ja, das ist noch schwierig zum Einstellen. So, jetzt haben wir etwa 120 mA, 0,12 Ampere. Gut, jetzt löse ich die Klemmen wieder. Und jetzt wollen wir auf die 4,07 Volt kommen. Jetzt stellen wir die Spannung ein auf 4,07. Das kann ich da nicht so genau einstellen. Deshalb stelle ich jetzt es hier irgendwo auf 4,1. Ich kann natürlich auch mit dem Multimeter mal schnell schauen, was ich jetzt hier habe. 4,12 habe ich eingestellt, 4,11, das ist gut. So genau kann ich jetzt das nicht einstellen. Und jetzt mache ich nichts anderes, als diese Zellen direkt über das Labornetzteil zu laden. Ich sehe hier Plus, also kommt hier auch das Plus drauf, also stecke ich hier die Plusklemme am Plus. Und hier hinten, ihr könnt es am Ballaser anstecken oder an der Zelle selber kommt das Minus. Also hier haben wir den Ballaser oder hier das Minus, könnte ich ihn hier anstecken oder hier. Und dann lädt er hoch und sobald er die 4,07 Volt erreicht hat, ein bisschen vorher fängt er an mit der Stromstärke runterzufahren, bis er keinen Strom mehr reingibt. Und er hört dann auch bei 4,07 oder was ihr eingestellt habt auf. Ganz, ganz wichtig hatte ich kürzlich den Fall, sehr gefährlich, ich habe es zuerst auch nicht gesehen, wenn ihr so einen Akku durchmisst, wenn ihr den durchmisst, habt ihr ja immer auf einer Seite Plus und auf der anderen Seite Minus. Also wenn ich jetzt da, gehe ich mit Plus da auf Plus und mit Minus hier auf Minus, dann seht ihr, steht auf dem Messgerät 4,06. Wenn ich jetzt da verkehrt drauf gehe, mit der Polung, dann steht Minus 4,06. Jetzt messe ich das einfach immer so durch, und ich wechsle nicht Plus und Minus, ich schaue einfach, stimmt's, jetzt habe ich Plus, jetzt müsste Minus kommen. Habe ich. Jetzt müsste wieder Plus kommen. Stimmt, die nächste müsste wieder Minus sein, weil ich ja meine Spitzen nicht drehe. Seht ihr? Und ich hatte letztens einen DeWalt Akku, da habe ich das einfach so durchgemessen und mir ist nicht aufgefallen, dass sich zwei Gruppen, also eine parallele Gruppe hat sich umgepolt. Extrem gefährlich, die war wahrscheinlich so tief entladen, dass die wieder auf Null war und dann negativ geladen wurde. Mache ich auch mal noch schön ein Video drüber, aber eben schaut drauf, dass wirklich Plus und Minus stimmt. Also wenn das nicht immer mit Plus und Minus abwechselt, schaut mal schnell nach. Vielleicht habt ihr den Fehler auch. Und das kann dann natürlich gefährlich sein, wenn ihr den wieder hochlädt. Nehmen wir mal an, dass diese beiden Zellen haben 4,07 Volt und diese drei hier haben alle unter 3 Volt. Sagen wir, alle haben 3 Volt, damit das einfach ist zu rechnen. Schreibt das schnell auf und sagen wir, die haben 4 Volt. Also diese beiden haben 4 Volt und diese drei Gruppen haben nur 3 Volt. Damit ihr nicht jeden einzeln so hochladen müsst, könnt ihr auch direkt alle drei zusammenladen. Dazu müsst ihr schnell verstehen, wie das genau funktioniert. Für das gibt es diese Ballaserkabel. Ich kann jetzt hier vom B- messe ich so, dann habe ich zum Beispiel 4 Volt. Dann gehe ich da drauf, dann muss ich die nächste Gruppe addieren, habe ich 8 Volt, dann habe ich 12 Volt, 16 Volt und 20 Volt zum Beispiel. Und das kann ich übertragen, wenn ich jetzt zum Beispiel eben diese drei Gruppen habe, nur 3 Volt, aber ich muss die auf 4 Volt bringen. Also das heißt,
4 Volt will ich. Und es sind drei Gruppen in Serie. 3 mal 4 ist 12 Volt. Dann könnte ich jetzt das Plus hier anschließen. Also am Akku, wo haben wir, müssen wir richtig drehen. So, das Plus könnte ich hier anklemmen. Jetzt habe ich da, glaube ich, zu kurze. Nein, das geht. Und das Minus, diese drei wollen wir laden. Dann müsste ich das Minus hier anklemmen. Dann habe ich alle diese parallelen Gruppen dazwischen geladen. Das Minus hänge ich an diesem Ballaster an. Das ist dieser hier. Kann ich den hier anschließen? Das hier könnte ich auch hier oben anschließen. Ich mache das mal schnell weg. Also hier und hier anschließen. Und natürlich muss ich jetzt an meinem Labornetzteil 12 Volt eingeben. Und Strom kann ich da ohne Problem auch 1 Ampere drauf geben oder 2 Ampere würde auch gehen. Ich sage jetzt mal immer, wenn Zellen über 3 Volt haben, dann kann ich da sofort auch 1 Ampere drauf geben. Das ist überhaupt kein Problem. Was ich auch immer mache, wenn ich so etwas nachlade, ich prüfe vielleicht auch mal dazwischen, fasse ich das alles an, ob sich das erwärmt. Wenn ihr eine Wärmebildkamera habt, könnt ihr das auch mit der sehen. Denn wenn irgendwas mit Zellen nicht in Ordnung ist, werden die heiß. Ja, das ist eigentlich der häufigste Fehler, der so auftritt. Habe ich sicher schon 50 von denen so repariert. Das kann zum Teil sein, wenn die lange stehen und nicht gebraucht werden. Und das Problem ist natürlich auch im Ladegerät, der lädt da mit 3 Ampere. Der Ballaster, das ist ein Passivballaster, der auf dem BMS drauf ist, der kommt zum Teil gar nicht nach, um den wirklich schön auszubalancieren. Für das müsste da eigentlich viel weniger Strom fließen. Manchmal kann es passieren, dass der out of range ist. Also lädt die Zellen nach, aufs gleiche Niveau wie die anderen Zellen. Natürlich schaut ihr auch, ob die irgendwie rostig sind oder Beschädigungen haben. Nicht, dass euch da etwas um die Ohren fliegt. Und wie gesagt, wenn ihr Zellen habt, die unter 2,5 Volt sind, dann solltet ihr die nicht mehr nachladen. Das kann gefährlich sein. Wenn ihr Zellen tauschen müsst, ihr könnt auch aus zwei Defekten wieder einen ganzen machen. Wie man Zellen testet, könnt ihr in einem anderen Video von mir sehen. Oder eben wie man einen Akku, wie man die Zellen auswechselt, habe ich auch ein Video. Ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.